Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, liebe Gäste hier auf der Frankfurter Buchmesse, im Namen von Stern und Penguin Random House begrüße ich Sie bei unserer 30-Minuten-WG. Mein Name ist Matthias Beusinger, ich bin Redakteur beim Stern in Hamburg und neben mir sitzt ein Mann, der mit Blackout, der Geschichte eines katastrophalen Stromausfalls, knapp 2 Millionen Leserinnen und Leser begeistert hat. Am Montag kommt die Premium-Ausgabe des Buches raus. Mittlerweile kann man sich schon die Serie dazu auf Join anschauen und wir wollen heute darüber sprechen, wie diese Geschichte so erfolgreich werden konnte. Herzlich willkommen, Marc Elsberg. Danke, dass ich da sein darf. Herr Elsberg, wie viele Taschenlampen haben Sie eigentlich zu Hause mittlerweile? Eine ganze Menge, interessanterweise, weil ich ja infolge des Buches sehr viel eingeladen war, bei Politik und Wirtschaft über das Thema zu referieren, zu diskutieren. Und da bekommt man dann als Vortragender gern so ein kleines Geschenk noch mit. Und das war tatsächlich öfters entweder eine Taschenlampe oder ein aufziehbares Radio. Also ich bin im Fall der Fälle tatsächlich ganz gut gerüstet. Und wo sind die jetzt mittlerweile? Wo verstaut man die? Ja, so viele sind es auch wieder nicht. Die habe ich so zu Hause verteilt an verschiedenen Orten. Weil das ist dann ein bisschen wie ein Eichhörnchen. Man legt irgendwo hin und weiß wahrscheinlich im Ernstfall nicht mehr, wo sie sind. Man muss erst suchen gehen. Und so finde ich relativ schnell irgendwo eins. Ne? Um den Ernstfall soll es ja gehen. Sie haben auch schon in verschiedenen Interviews gesagt, Sie haben sich für 2 Wochen eingedeckt für einen Stromfall. Wie genau schaut das denn aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Gut, das sind die offiziellen Empfehlungen auch, die Ihnen jedes Innenministerium, jeder Zivilschutzverband und so geben wird. Und da geht es ja nicht nur um einen Blackout. Wir erinnern uns alle, vor knapp 1,5 Jahren sind wir losgerannt und haben Klopapier gekauft. Ja. Ich nicht, weil ich hatte, aber viele andere schon. Und Leute, die in Flutgebieten wohnen oder so, kennen das ja auch. Es ist nicht verkehrt, sich für ein paar Tage sowas auszustellen. Das sind dann eben Lebensmittel, die man zubereiten kann, auch ohne komplizierte Zubereitungsmöglichkeiten, Wasser, eben dann Taschenlampen, ein Radio, das auch mit Batterie noch funktioniert. Wenn man unbedingt darauf vergessen will, alle, die ein Auto haben, haben im Notfall ein batteriegetriebenes Radio auf der Straße stehen oder in der Garage, solange die Autobatterie funktioniert, Streichhölzer, Kerzen etc. Aber wie sieht es denn kulinarisch dann aus? Traurig. Ja. Also das sind halt dann irgendwie Konserven mit Ravioli oder Linseneintopf. Oder wenn man einen Gaskocher hat, vielleicht noch ein paar Nudeln oder so. Aber das war's dann schon. Sie haben ja auch Rezepte im Buch hinten drin. Haben Sie schon mal nachgekocht? Nee, habe ich noch nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Solange das nicht sein muss. Und ich gebe sogar ganz offen zu, ich bin sogar jemand, der bislang noch nicht mal einen Gaskocher hat, weil ich bin kein Camper. Und da gibt es aber eine interessante Geschichte dazu, weil neulich, das war tatsächlich letzte Woche, nach einem Spaziergang, sagt meine Frau so, und wir gehen jetzt noch bei einem Geschäft vorbei, das bei uns in der Umgebung ist, das ist so ein altmodischer Laden, der alles hat. So ein Neighborhood-Laden, da kriegst du noch die Backform und die Leiter und den Kehrichtbesen und so weiter. Und dann haben wir gedacht, da holen wir uns jetzt doch mal auch noch so einen kleinen Gaskocher und Kartusche, gehen rein, sagen ihm das und sagt er, Sie sind der 10. heute. Was ist los? Das hat mich da auch etwas verstört. Deswegen habe ich noch immer keinen Gaskocher. Aber wahrscheinlich werde ich mir jetzt einen besorgen, wenn sich so viele andere auch einen besorgen. Blackout ist ja 2012 erschienen. Wurde ein riesiger Erfolg. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie das alles losging. Und losging es mit einer elektrischen Zahnbürste. Wie war das? Unter anderem, ich habe einen Artikel gelesen vor ganz, ganz langer Zeit über die Produktion einer elektrischen Zahnbürste und mir war natürlich auch damals schon bewusst, das ist wirklich sehr, sehr lange her, ich habe damals noch in Hamburg gelebt, dass man Flugzeuge und Autos so produziert, dass es da x Zulieferer gibt, die das dann eben in irgendein Werk liefern, wo das eigentliche Ding zusammengebaut wird. Also das ist, glaube ich, uns allen heute bewusst, wenn sich irgendwo ein Transporter, ein Frachtschiff im Suezkanal querstellt, ist eine Woche später in deutschen Autowerken Kurzarbeit. Oder wenn jetzt die Halbleiterproduktion zu niedrig ist nach der Pandemie, ist sogar bis Weihnachten in den Autowerken
Kurzarbeit und so weiter und so fort. Und das ist auch bei elektrischen Zahnbürsten so, bei so kleinen Dingen und bei noch kleineren Dingen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre ja eigentlich ganz interessant. Ich wollte einen normalen Thriller schreiben, wo man ein Unternehmen erpresst und statt, dass man zum Beispiel die Getränkedose im Supermarkt vergiftet, habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn man diese Lieferkette irgendwo sabotiert. Und habe dann weiter zu recherchieren begonnen und habe dann begriffen, okay, wir haben nicht nur unsere industrielle Produktion so inzwischen organisiert, sondern auch unseren gesamten Alltag. Ein Krankenhaus funktioniert heute, so eine Bankfiliale und selbst große Farmen oder landwirtschaftliche Betriebe, Ställe etc. Und darüber wollte ich schreiben und dann habe ich halt begonnen nachzurecherchieren und man denkt halt dann über kritische Infrastrukturen nach. Und ich habe ja lange Zeit in der Werbung als Kreativer gearbeitet und da lernt man Strategien darüber, wie man Leuten etwas bewusst macht, was ihnen nicht bewusst war bis dahin. Und eine dieser Strategien der Bewusstmachung ist, wenn du Leuten klar machen willst, was wichtig für ist, lass es weg. In der Werbung endet das dann meistens im Slapstick, also du willst deutlich machen, wie wunderbar bequem dieser Stuhl ist, dann setzt du da jemanden hinein, der sich bequem macht und dann blendest du den Stuhl aus, du landest am harten Boden und dann wird, aha, okay, ja, so toll ist ein weicher Stuhl. Und diese Strategie habe ich mir gedacht, okay, könnte ich da verwenden, indem ich den Leuten erkläre, wenn dieses System der gegenseitigen Abhängigkeiten in unserer Welt plötzlich weg ist, dann leben wir nicht mehr so gesund, komfortabel, lang, wie wir heute leben. Und so kam es von der elektrischen Zahnbürste dazu, dass ich mir überlegt habe, wie kann man dieses System ausschalten, indem man entweder die Logistik zusammenbrechen lässt oder das Internet oder Finanzsysteme und bin am Ende beim Strom gelandet, weil es da am schnellsten und am effizientesten funktioniert. Da hatten Sie jetzt die Idee, wie fing die Recherche an? Wo fängt man da an? In dem Fall habe ich zuerst, also ich habe natürlich mir sehr viel zuerst angelesen und dann begonnen, Leute und Experten zu kontaktieren, so wie das jeder Journalist auch beispielsweise machen würde. Und ich war ja damals ein unbekannter Autor, man hat mich ja nicht gekannt. Ich habe wirklich einfach zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeit von Energieerzeugern angerufen. Guten Tag, ich bin ein Autor, ich möchte ein Buch über einen großen Stromausfall schreiben. Wer von Ihnen möchte mir denn was darüber erzählen? Und ich habe erstaunlicherweise fast überall Termine gekriegt. Die haben wahrscheinlich alle gedacht, da wird nie ein Buch draus. Und haben mir daraufhin auch dort so viel erzählt, dass ich, als ich dann gefragt habe, ob ich sie als Quellen nennen darf, alle gesagt haben, nee, muss nicht sein. Und dann habe ich natürlich mit IT-Spezialisten gesprochen, weil es im Buch ja ein Angriff ist und keine natürlichen Ursachen. Ich habe mit Leuten aus dem Bevölkerungsschutz gesprochen, also Behörden, Innenministerien etc. Und da lernt man auch wahnsinnig viel. Diese Gespräche sind dann auch wahnsinnig hilfreich, um Details zum Beispiel zu erfahren. Da gab es zum Beispiel einen Menschen, der hat eine wichtige Szene im Buch inspiriert. Das war der Sicherheitschef eines großen Energieversorgers und der hat mir dann irgendwann nach diversen anderen technischen und anderen Detailfragen, die ich ihm gestellt habe, hat er mir erklärt, er privat hat zu Hause noch ein Haus so aus den 70er, 80er Jahren und damals hat man ja zum Teil Atombunker im Kalten Krieg unter die Häuser gebaut und er hat diesen alten Atombunker hat er voll mit Lebensmittel, Getränken etc. für 3 Monate und dann hat er noch so konspirativ hinzugefügt und mit Waffen. Und hat mir auch erklärt, warum. Weil klar, weil wenn du in so einer Situation Lebensmittel für 3 Monate hast, wirst du sehr schnell sehr populär. Und dann ist die Frage, wie behältst du deine Vorräte, wenn du keine Waffen hast? Und das hat dann zum Beispiel die Szenen im Buch, die auf einem Bauernhof in der Nähe von Den Haag spielen, inspiriert. Das heißt, die Offenheit der Menschen, mit denen Sie da gesprochen haben, die rührte daher, dass sie dachten, naja, mit dem können wir jetzt mal ganz ehrlich sein, das kommt ja eh nicht raus. Ich glaube, es war eine Mischung. Es war einmal die Mischung aus, da wird nie ein Buch draus, kennen wir ja nicht den Typen. Zweitens war es, ich habe da mit vielen Leuten gesprochen, meistens aus der zweiten und dritten Ebene, die sich in ihren Bereichen sehr gut auskannten und die offensichtlich auch so ein bisschen das Gefühl hatten, dass man ihnen an wichtiger Stelle nicht zuhört. Und plötzlich ist da einer gesessen und hat ihnen zugehört und einfach gefragt und weiter zugehört und dann haben sie halt gesprudelt.
Sie hatten sich ja ein gewisses Basiswissen angelesen, haben Sie gesagt, gingen dann in die Gespräche. Was hat Sie dort bei der Recherche am meisten überrascht? Zum damaligen Zeitpunkt, das ist ja jetzt doch über 10 Jahre her, war es tatsächlich das mangelnde Bewusstsein für die Herausforderung einer solchen Situation oder dass es überhaupt dazu kommen könnte, dass wirklich kleine Ereignisse in unseren Systemen so weiträumige Auswirkungen haben könnten. Und dieses Bewusstsein war damals kaum vorhanden, auch bei Verantwortlichen in Führungspositionen von Wirtschaft und Politik. Wie gesagt, vereinzelt schon auch, aber damals kaum. Das war ein Ding, das mich sehr überrascht hat. Und dann natürlich so Details. Also wenn man dann anfängt zu erfahren, dass beispielsweise, wenn der Strom ausfällt, im Allgemeinen auch das Wasser ausfällt, weil das Wasser zumindest in Städten, die eher in der Ebene daheim sind, aus dem Grundwasser hochgepumpt werden muss und diese Pumpen nicht mehr funktionieren. Oder ebenso dramatisch in einer Welt, wo wir darauf angewiesen sind, dass Lebensmittel, Medikamente, industrielle Güter permanent von Lastwagen irgendwo hingekarrt werden und diese Lastwagen müssen betankt werden. Aber es funktioniert plötzlich praktisch keine Tankstelle mehr. Das heißt, nach ein paar Stunden stehen überall an den Straßenrändern Lastwagen mit Gütern, die eigentlich irgendwo anders gebraucht werden. Und die Supermärkte bleiben leer nach einem Tag, die Apotheken bleiben leer nach ein paar Tagen und so weiter und so fort. Also das waren so ein paar Wow-Aha-Erlebnisse natürlich. Waren das auch die Momente, an denen Sie gemerkt haben, dieser Stoff, der trägt auch ein Buch? Das war für mich zuerst mal schon, haben wir gedacht, ja, wenn mich das so flasht, könnte das Publikum auch. Und ich bin ja dann so ein Typ, der sein Umfeld beginnt ein bisschen mit seinen Geschichten und Themen zu nerven und habe das halt erzählt. Und da habe ich auch gemerkt, okay, die Leute, denen ich das erzählt habe, die sind drauf angesprungen. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, ja, da ist mehr dran an dem Stoff. Ja. Wie kamen Sie denn auf den Protagonisten Manzano? Mehr oder minder, nicht ganz durch Zufall, aber das war ein Prozess. Also es war tatsächlich so, dass ich bin ja eher beim Schreiben so der Planer. Nicht komplett, aber ich brauche schon so eine Grundidee, wie die Geschichte funktioniert und habe damals sogar relativ konkret geplant, Szene für Szene, zumindest die erste Hälfte der Geschichte. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und da war die Hauptfigur aber eigentlich eine 22-jährige Schwedin namens Angström, die Assistentin des Vorstands in einem Berliner Energieunternehmen war. Und das habe ich probiert zu schreiben und irgendwie hat diese Figur nicht funktioniert als Hauptcharakter. Und die hatte aber einen entfernten Bekannten, so einen komischen Hacker, den sie dann, als der Strom ausfällt, kontaktieren will und fragen will, was los ist. Und als ich dann nach 150 Seiten draufgekommen bin, das funktioniert so nicht, habe ich von vorne angefangen zu schreiben. Diese 150 Seiten hat plötzlich dieser Piero Manzano eine wichtigere Rolle gekriegt, hat aber immer noch nicht so richtig funktioniert. Und am Ende des Tages in der Geschichte wurde dann halt der ursprüngliche Sidekick oder nicht mal Sidekick wurde zur Hauptrolle. Und von der jungen Vorstandsassistentin in Berlin, der schwedischen, blieb nur der Name Angström. Und die Dame wurde aber tatsächlich letztendlich ja schon für Manzano sehr, sehr wichtig im Buch. Aber sie war dann in Brüssel bei der EU in einer ganz anderen Funktion, ist doppelt so alt und so weiter und so fort. Haben Sie zwischendurch mal Momente, wo Sie dachten, na, vielleicht wird es doch nichts? Ja, permanent. Also das geht mir aber immer so beim Schreiben, dass man dann zögert, dass man zweifelt, dass man seinen Kopf gegen die Tastatur, den Schreibtisch oder sonst was schlägt oder die Ginflasche. Und was machen Sie dann? Ich nerv wieder mal mein Umfeld entweder oder ich mache viel Sport oder gehe ins Kino, lenke mich halt irgendwie ab mit ein bisschen was. Und dann setze ich mich halt wieder dran, weil es hilft nichts. Und was man auch dazu sagen muss, bei Blackout tatsächlich sehr geholfen hat mir damals, dass mein Literaturagent und Literaturagentin permanent nachgefragt haben, die kannten das Exposé und 100 Seiten. Und dann haben sie immer wieder nachgefragt, kommt jetzt mehr? Und dann habe ich mir auch gedacht, naja gut, wenn die jetzt so lästig sind, schreibe ich halt wieder ein bisschen was. Wie lange hat es insgesamt gedauert, bis das Skript fertig war?
Das Schreiben, ich habe ja damals noch als Kreativer in der Werbung Vollzeit gearbeitet, das war also passend zum Thema, hauptsächlich abends und nachts geschrieben. Circa das reine Schreiben 2 bis 3 Jahre, aber die Recherche davor natürlich wesentlich länger. Dann hatten Sie das fertige Buch. Wie war es, einen Verlag zu finden? Das war, muss man sagen, ja, und da sieht man dann, wie viel Zufall im Leben auch eine Rolle spielt. Ich habe jahrelang an diesem Buch gearbeitet und dann sagt mein Agent eines Tages im so um Weihnachten, Neujahr 2010, 2011, jetzt ist es weit genug, dass wir das an die Verlage schicken können, und hat so im Frühjahr 2011 an die Verlage geschickt. Und just am Ende in diesem Augenblick gab es ein Erdbeben und eine Atomkatastrophe in Fukushima. Und daraufhin hat Frau Merkel erklärt, Energiewende, Atomausstieg, und die ganzen großen Versorger in Deutschland haben daraufhin gesagt, wenn wir das machen, kommt der Blackout. Und exakt in der Sekunde lag mein Manuskript auf den Tischen der Verlage in Deutschland. Und plötzlich war dieses Manuskript, wo ich mir gedacht habe, naja, hoffentlich will es irgendwer, relativ populär und wurde dann, war eben begehrt. Am Schluss habe ich mich dann eben für Blanc-Vallée entschieden, glücklicherweise. Das war auch dann sehr schön, und dann hat es ja noch ein Jahr gedauert, bis es erschienen ist. Ich musste es erstens noch fertig schreiben, also es haben noch so 100, 200 Seiten gefehlt. Dann muss man ja noch überarbeiten und Rollout vorbereiten. Ja, und dann ist es im Jahr 2012 erschienen. Und in meiner Erinnerung war es dann so, dass es am Anfang eigentlich kurioserweise oder zu meinem fast Entsetzen so war, dass das nicht auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen ist, sich aber im Lauf der ersten Monate dann durch Mundpropaganda offensichtlich irrsinnig gut entwickelt hat und dann auch die ersten Einladungen kamen und auch da interessanterweise sehr schnell nicht von Buchhandlungen für Lesungen, sondern eben von Industrie, Wirtschaft, Politik, doch über dieses Thema mal ein bisschen zu sprechen. Da reden wir gleich noch drüber. Eine Frage, die mich nur interessiert, ist: Blackout wurde ja mittlerweile in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Wurde dieses Thema in anderen Ländern eigentlich anders oder besonders aufgenommen? Das ist sehr unterschiedlich von Markt zu Markt. Also die erste Übersetzung war noch 2012 auch in Japan. Und da war Fukushima gerade erst kurz her. Das hat dort natürlich toll funktioniert. Das haben die Leserinnen und Leser irrsinnig angenommen. Und es war ja dann so, dass das über die Jahre immer wieder in verschiedenen Märkten erschienen ist. In manchen Ländern hat das kaum jemanden interessiert, interessanterweise. In anderen Ländern irrsinnig. Also ich weiß, ich war dann relativ bald auch mal eingeladen zu einer Diskussion in Polen beispielsweise. Also es ist sehr unterschiedlich. Sie haben es gerade erwähnt, plötzlich waren Sie gefragter Experte für Ihr Thema. Wie war das für Sie? Zuerst ungewohnt, aber man wächst da relativ schnell rein. Und ich bin ja jetzt nicht unbedingt der Experte. Also ich könnte bis heute keinen Smart Meter hacken. Und ich könnte bis heute nicht, keine Ahnung, ein Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Ich bin ja eher der, der das große Bild geöffnet hat und all diese Zusammenhänge aufgezeigt hat. Und das ist auch meine Rolle bis heute in dieser ganzen Welt, dass ich sozusagen das Bewusstsein erst einmal an bestimmten Stellen dafür schaffe, dass es nicht immer nur um einen geht, um einen Betrieb, um eine Behörde, um eine Person zu Hause, die jetzt vielleicht keinen Strom hat, sondern dass wir alle von sowas dann betroffen sind und dass umgekehrt auch zum Beispiel eben eine kleine Aktion von irgendwem da dort zu riesigen Auswirkungen führen kann. Ich habe mir mal angeschaut, wo Sie zum Teil eingeladen waren. Das war die Bundesnetzagentur, das Bundesinnenministerium, Vattenfall. Also kurz gesagt, alles so Institutionen, denen man im Buch so ein bisschen beim Scheitern zuschauen kann. Wie war die Stimmung denn da? Wie wurden Sie da empfangen? Da habe ich ja zuerst gedacht, die werden alle nicht so gut auf mich zu sprechen sein. Es war aber interessanterweise genau das Gegenteil, weil was die begriffen haben, was ich mit diesem Buch ja gemacht habe und durchaus dann im Laufe der Geschichte habe ich mir gemerkt, was ich da erzähle,
dass diese Geschichte darstellt, was für eine Bedeutung sie eigentlich haben. Weil davor kam für die Leute der Strom aus zwei Löchern in der Wand und auf einmal wurde allen klar, nee, da sind da draußen tausende Leute jeden Tag bemüht, dafür zu sorgen, dass der Strom aus der Wand kommt. Und wenn der da nicht mehr rauskommt, dann sind wir alle, keine Schimpfworte hier jetzt, aber dann geht es uns allen nicht mehr gut. Und das haben die verstanden, dass ich sie hier eigentlich nicht schlecht darstellen lasse, sondern dass ich ihre Bedeutung mal deutlich mache. Was wollten diese von Ihnen wissen? Ja, wie gesagt, dort war ich eher so der Bewusstseinsmacher. Also, weil das war schon damals, und das hat sich inzwischen relativ geändert, also damals war es wirklich, dass selbst zum Teil in der eigenen Belegschaft die Breite der Bedeutung gar nicht so bewusst war. Und es ist zum Beispiel bis heute ein Riesenthema, im Buch sind es ja Hacker, die angreifen, IT-Sicherheit ist bis heute ein Problem. Also man möchte es nicht glauben, aber wenn Sie heute, ganz wurscht bei welchem Unternehmen, selbst bei Energieversorgern, keine Ahnung, einen USB-Stick auf den Parkplatz schmeißen, wo drauf steht irgendwie Urlaubsfotos des Chefs, dann stecken sich das ein paar in den Computer rein und schon bist du drinnen im Netz. Also, gab es dann auch böse Rückmeldungen zum Buch? Vereinzelt, aber wirklich sehr wenige eigentlich. Und das waren eher Leute, die gemeint haben, naja, das ist ja eigentlich alles übertrieben und Hysterie. Wobei mir da natürlich sehr geholfen hat, muss man auch sagen, dass ja parallel, als ich das Buch recherchiert und geschrieben habe, der Bundestag tatsächlich eine große wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben hatte, die dann ein paar Monate vor dem Buch schon erschien. Ich war zwar schon fertig, habe es aber in die letzte Überarbeitungsphase sogar diese Studie noch einarbeiten können. Das war für mich damals ein Segen. Erstens, weil die erschien, eben das Buch war schon verkauft. Das war ein Schwitzmoment, weil ich wusste, die Studie wird erstellt. Ich hatte Jahre davor mit denen telefoniert, und weil ich die Ausschreibung im Internet gefunden hatte und hatte gehofft, mir meine Recherchearbeiten zu ersparen. Dann haben wir gesagt, nee, wir haben ja erst ausgeschrieben. Und dann wurde die veröffentlicht und da habe ich natürlich schon einen Augenblick gezittert, weil, wie gesagt, das Buch war verkauft und wenn die jetzt zu völlig anderen Ergebnissen gekommen wären, wäre ich blöd dagestanden. Aber es war eben eigentlich so präzise recherchiert, dass ich ja dann sogar gemeinsam mit den Erstellern der Studie auch zwei, drei Veranstaltungen dann in Berlin mal gemacht habe. Da haben die sozusagen den wissenschaftlichen Teil gemacht und ich den Storytelling-Part dazu. Wie haben denn die Leserinnen und Leser, also ich stelle mir das vor, als Bestseller-Autor kriegt man auch wahnsinnig viel Post von Leserinnen und Lesern. Ja, und heute direkt über die sozialen Medien. Früher ging das ja über den Verlag, heute kriegt man das ungefiltert Wams in deinen Facebook- oder Instagram-Account. Ne? Ja, wir reden ja da von einem langen Stromausfall, wir reden von Wasserknappheit, sozialen Unruhen, Havarien, Toten. Was hat das Szenario mit den Leserinnen und Lesern gemacht? Offensichtlich haben sich wirklich viele Leute Vorräte und Taschenlampen bis hin zu Notstromgeneratoren in den Keller gestellt. Das hat tatsächlich zu viel geführt. Und was mich aber fast mehr freut, ist, dass ich überraschend viele Zuschriften bekomme. Und das sind wirklich ausnahmslos immer Männer, muss man sagen, Männer meines Alters sogar, die mir schreiben, ich habe seit 20 Jahren eigentlich das Einzige, was länger als 20 Seiten war, was ich gelesen habe, waren Betriebsanleitungen. Und das war der erste Roman, den ich wieder gelesen habe. Und sie haben mich wieder zum Lesen gebracht. Und das finde ich eigentlich ziemlich toll. Haben Sie das Gefühl, in der Bevölkerung ist jetzt, so viele Jahre nach Veröffentlichung des Buches, das Thema präsenter, wird es ernster genommen? Ja, das hat natürlich nicht nur mit dem Buch zu tun, das hat mit der ganzen Diskussion um die Energiewende zu tun. Und ich glaube, was auch nochmal eine ganz, ganz wesentliche Rolle gespielt hat, waren die letzten 1,5 Jahre, wo wir ja gar nicht unbedingt Probleme mit dem Strom hatten. Aber das Buch zeigt ja ein Szenario, wo die Welt von heute auf morgen plötzlich irgendwie unsere Gesellschaft aus den Fugen bringt. Und es blieb aber ein Szenario, wo man gedacht hat, naja, sowas passiert nie wirklich. Und dann haben wir letztes Frühjahr plötzlich erlebt, wie sowas zwar auf einem anderen Gebiet passieren kann. Also insofern, glaube ich, ist man heute eher bereit, darüber nachzudenken, dass diverse Szenarien doch eintreten können. Wie haben Sie denn als Thriller-Autor die letzten 1,5 Jahre erlebt? Wie schaut man denn da auf so eine Geschichte? Naja, am Anfang war ich ziemlich viel beschäftigt, weil man plötzlich den Autor von Blackout gefragt hat oder von jemandem, der Szenarien darüber schreibt,
die in denen die Gesellschaft aus den Fugen gerissen wird oder geworfen wird, sodass ich am Anfang eigentlich eher im Wirbel war, das zu beantworten alles. Und dann schaust du dir natürlich schon an und beobachtest das alles, weil das war für mich von vornherein klar, dass wir so ein bisschen in Wahrheit ein Blackout im Zeitlupenszenario erleben werden. Also die Schwierigkeiten, die wir jetzt 1,5 Jahre später bei Lieferketten erleben, war von vornherein klar, dass das kommen wird. Und solche Dinge, das beobachtet man dann so mit einer Mischung aus Sorge und Neugier, wie denn die Verantwortlichen reagieren werden. Werden sie dem entgegensteuern können, werden sie das in den Griff kriegen oder erleben wir solche Dinge, wie wir jetzt erleben? Hat sie das denn optimistischer gemacht in Bezug auf zukünftige Krisenszenarien? Letztendlich ist ja Blackout auch immer ein Szenario gewesen und man hat, das war immer eine Hypothese, wie verhalten sich die Menschen denn in diesem Szenario? Und jetzt hat man wirklich die letzten 1,5 Jahre auch die Szenen auch erlebt, dass Leute sich über die Einkaufskörbe werfen, um die Klopapier runterzuschützen. Ich finde auch, die Pandemie hat das jetzt sehr schön gezeigt. Es ist uns wie üblich einerseits ein bisschen Sorge und andererseits Mut machen kann zu beiden. Also wir sehen zum Teil völlig irrationales und problematisches und unverständliches Verhalten, muss ich ehrlich gestanden sagen. Also warum man sich nicht impfen lässt auf der einen Seite oder warum vieles schlicht und einfach schlecht organisiert war beim Management dieser Krise. Auf der anderen Seite finde ich beispielsweise die Entwicklung eines Impfstoffes in dem Tempo, in der Qualität, in einer internationalen Zusammenarbeit ein großartiges Beispiel dafür, wozu wir Menschen in der internationalen Gemeinschaft in der Lage wären, wenn wir wollten. Und das finde ich eigentlich dann wiederum einen Aspekt der Geschichte, der sehr, sehr viel Mut macht für die Zukunft auch. In der Premium-Ausgabe zu Blackout, da gibt es hinten einige Essays und Artikel nochmal zum Thema. Da heißt es auch, das Thema ist aktueller denn je. Könntest du das nochmal zusammenfassen, wieso? Naja, weil eben nicht zuletzt bei der Energieversorgung, wir erleben es jetzt gerade ganz aktuell, die Gasknappheit zum Beispiel, die ein Problem werden könnte, die muss man leider sagen, die notwendige Energiewende ist in Deutschland nicht optimal gemanagt worden bis jetzt und es sieht nicht so aus, als ob sich das in näherer Zukunft ändern würde. Und das sind lauter Aspekte, die das nicht unaktueller machen. Es ist auch so, dass es andere Aspekte gibt, natürlich Cyberangriffe nehmen exponentiell zu seit Jahren. Die ganzen Systeme, vernetzten Systeme werden immer komplexer und die natürlich sicher und resilient zu halten, wird nicht zwingend einfacher. Also insofern ist es total aktuell. Man denke an den Hack dieser Pipeline in den USA vor ein paar Monaten etc. Also, und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Blackout gibt es jetzt auch als Serie bei Join zu sehen. Wie ist das denn als Autor? Hat man da ein bisschen Sorge, dass einem das Buch so ein bisschen verhunzt wird? Ja, die Sorge hat man natürlich, aber ich habe ja erstens im Vorfeld schon mit den Produzenten gesprochen, da habe ich ein bisschen gewusst, was die vorhaben, was auf mich zukommt und habe dann auch mit den Drehbuchautoren eng immer wieder zusammengearbeitet, mit ihnen geredet, mir angeschaut, was die so vorhaben. Und ich bin aber auch jemand, der, also ich bin ja erstens eben in der Werbung groß geworden und wenn man in der Werbung etwas lernt, ist es zum Beispiel, dass man weiß, dass Geschichten in verschiedenen Medien anders erzählt werden müssen. Also ich muss einfach in einem gedruckten Wort anders erzählen, als ich, wenn ich einen Bildschirm oder eine Leinwand zur Verfügung habe und Ton und bewegtes Bild und so weiter und so fort, habe ich ja völlig andere Möglichkeiten und andere Möglichkeiten dafür wieder nicht. Also 10 Seiten lang innerer Monolog kann ich am Bildschirm nicht bringen. Und insofern war klar, dass das irgendwie ein bisschen anders sein muss. Und ich erzähle das eh immer wieder, wie ich die erste Drehbuchversion gelesen habe, habe ich mir zuerst gedacht, die machen da ein paar Dinge, die sind schon anders im Buch als im Buch. Also zum Beispiel den Piero Manzano, seine Hintergrundgeschichte, hat ein bisschen was anderes, was aber dann im Fortlauf der Story in der Serie ziemliche Bedeutung und Änderungen im Vergleich zum Buch hat. Aber meiner Meinung nach so gut, und das habe ich den Drehbuchautoren auch beim ersten Treffen gesagt, dass ich ihnen das fast neidig bin, dass ich die Idee nicht fürs Buch hatte. Also meiner Meinung nach, in der Serie ist vieles ein bisschen anders, aber nicht schlechter, sondern mindestens genauso gut. Sie beschäftigen sich jetzt schon seit Jahren mit Gefahren, Krisen, Katastrophen. Was macht das mit Ihrer Psyche im Alltag?
Ja gut, ich finde ja, dass meine Bücher, also für mich war Blackout ja letztendlich, ich habe es ja schon erzählt, war das Buch zu zeigen, wie gut es uns eigentlich geht und was passiert, wenn diese Systeme, die es ermöglichen, dass es uns so gut geht, die globalisierte Welt, wenn die plötzlich nicht mehr da ist. Und das ist eigentlich auch bei den anderen Geschichten so, wo man jetzt an Zero denkt, wo man, wo es um die Datengesellschaft geht und wo man einerseits lernt, dass es da große Gefahren, Herausforderungen und Bedrohungen gibt, die ja dann später wir erlebt haben, Manipulation von Wahlen, von Gefühlen und so weiter und so fort, bis hin zur Gentechnik in Helix etc. Aber gleichzeitig lernt man in den Szenarien ja doch auch immer positive Seiten dieser ganzen Technologien kennen, weil am Ende des Tages reden wir über Technologien. Wir reden immer über einen Hammer, mit dem ich entweder einem Menschen den Schädel einschlagen kann oder ein Haus bauen kann. Und an uns liegt es letztendlich immer zu entscheiden, was wir damit tun. Herr Elsberg, eine Frage noch. Sie haben mal über den harten Schreibprozess zu Blackout gesagt, dass Sie phasenweise sich gewünscht hätten, in Zukunft mehr Liebesromane zu schreiben. Wann können wir damit rechnen? Also meine Verlegerin sagte immer, ich darf alles schreiben, aber das muss ich unter einem anderen Namen tun. Also vielleicht ist er sogar schon da draußen, nur weiß es keiner. Nee, ist nicht so, aber das ist, Liebesroman weiß ich nicht, aber vielleicht mal irgendwas anderes, schauen wir mal. Aber dann nicht unter meinem Namen. Das muss ich dann wie J.K. Rowling machen. Herr Elsberg, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuschauer hier bei der Frankfurter Buchmesse, liebe Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen, das war die 30-Minuten-WG, präsentiert von Stern und Penguin Random House. Vielen Dank fürs Dasein, machen Sie es gut.